Zuletzt bei Miitopia. Wir konnten den edlen Prinzen Germain im Canyon finden, allerdings stellte sich schnell heraus, dass er ein komplettes Ekelpaket ist. Als wir ihn zurück zur Prinzessin Hydos brachten, entflammte ein Streit zwischen ihm und dem heruntergekommenen Prinz Blackie und der König bat uns, in den Wald zu gehen und eine Frombeere zu holen, mit welcher man den Streit beenden könnte. Und genau dort sind wir heute. Hi meine lieben Freunde, wie geht's? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Miitopia. Wir sind aktuell im Gasthaus, weil wir letztes Mal durch den Wirrwald gesteppt sind, um uns eine große Truhe zu holen. Und da werden wir heute auch nochmal ganz kurz ein bisschen reindüsen müssen, weil es dort noch mehr Wege gibt, die wir erkunden wollen. Und warum schmeckt eigentlich Alina circa jedes Gericht? Den Leuten hier zu essen gebe, ist immer so Alina. Ja, also wäre am besten, wenn du es Alina gibst. Bloß ihr Magen ist dann immer irgendwann voll. So, wir haben jetzt hier ein paar Stat-Boosts bekommen. Sehr angenehm. Gold kann ich ihnen auch nicht geben. Dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Ich hoffe, es geht euch gut, Guys. Heute wollen wir, wie es bereits im Folgenrückblick erwähnt wurde, ja, ich weiß ja, was ich im Folgenrückblick sage, zumindest meistens, wollen wir die Frombeere hier aus dem Wald holen. Zuvor wollen wir aber noch in diesem Level jetzt hier alle Wege abchecken. Und wir werden jetzt einmal kurz durchsteppen und dann werde ich das Ganze wieder ein bisschen zusammencutten. Jemand hatte mal in die Kommentare geschrieben, dass ich doch viel mehr noch cutten soll und so weiter. Allerdings zwei Punkte, die meiner Meinung nach dagegen sprechen. Erstens tatsächlich, das hier ist einfach mein Zweitkanal und der soll einfach wirklich, sage ich mal so, auf normaler Let's Play Basis laufen. Ich cutte natürlich trotzdem, also es gibt natürlich schon einige Spiele, wo ich auch relativ viel gecuttet habe. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, es gibt schon einige Spiele, wo ich viel gecuttet habe. Gerade in den ganzen Zelda, also in jedem RPG, egal ob es Paper Mario 2 oder ob es ein Zelda war, sobald wir irgendwie Herzteile sammeln, also da cutte ich ja schon recht viel zusammen. Das ist also Punkt 1. Ich cutte einfach allgemein nicht so viel wie jetzt auf dem Hauptkanal. Sehr schön, hier ist eine Truhe mit 3 Spielscheinen. Yes! Die können wir bei passendem Roulette wieder in schön viel Geld umwandeln. Und Punkt 2 ist auch, dass ich glaube, es auch viel einfach Leute interessieren kann. Dass auch wenn man vielleicht ab und zu mal immer wieder, sag ich mal, durch bereits bekannte Gebiete läuft, wie es sozusagen aussieht, wenn man hier auf dann nochmal neue Gegner trifft und wie die Wege verlaufen, ob es vielleicht neue Abzweigungen gibt und so weiter. Und ich glaube auch einfach, dass das Spielgefühl ein bisschen besser rüberkommt, wenn quasi nicht alles zusammengecuttet wird, sondern wenn man quasi auch einfach mal sieht, dass man vielleicht gewisse Passagen im Spiel nochmal häufiger spielen muss, weil dieses Let's Play soll ja auch nicht nur zur Unterhaltung gelten, wobei das natürlich so der Hauptfaktor ist, dass ihr einfach gemeinsam eine coole Zeit haben und ihr ein bisschen was zum Angucken habt und einfach ein bisschen Fun hier habt. Aber auf der anderen Seite gucken ja viele Leute auch Let's Plays, um für sich selber herauszufinden, ne? Oh nee, ihm hat die Karotte nicht gefallen, schade. Viele Leute gucken ja auch Let's Plays, um für sich selber herauszufinden, ob das Spiel vielleicht was für sie ist. Und wenn Leute vielleicht auch einfach, sage ich mal, ein Problem mit Backtracking haben und sagen, oh, immer wieder das gleiche spielen, das ist gar nicht so meins, ich das aber immer hier rausschneiden würde, könnten sie denken, oh ja, Miitopia ist ja der Shit, das ist genau mein Game, das kaufe ich mir. Und wenn sie dann aber die 100% spielen, sehen sie, dass sie regelmäßig vielleicht manche Level häufiger spielen müssen oder häufiger betreten müssen. Und dann wird ja quasi auch da so ein bisschen der Eindruck verfälscht werden. Also wie gesagt, das ist beides, jeder Grund für sich allein ist jetzt nicht 100% sinnvoll, aber das ist einfach der Punkt, warum ich nicht immer viel cutte. Aber jetzt zu dieser anderen Abzweigung, da cutte ich euch kurz. So, an dieser Stelle fehlt uns noch der Weg nach unten, ne? Allerdings glaube ich nicht, dass wir da groß auf was treffen werden, wenn ich mir die Minimap angucke. Ich glaube, das wird... Doch! Hier ist sogar noch eine Truhe, sehr schön, mit 2 Waldnüssen. Okay, neues Food, dann nehme ich alles zurück. Dann hat es sich sehr gelohnt, dass wir hier noch lang gesteppt sind. Und damit müssten wir, glaube ich, hier dieses komplette Level durchhaben, weil wir jetzt wieder frisch im Gasthaus sind. Das Gute ist aber halt wirklich auch, wenn man diese Level regelmäßig neu spielt, dass man halt auch immer, sobald ein Kampf vorkommt, man diese Gasthaus-Boni bekommt. Und die sind halt echt nicht zu unterschätzen. Also ich finde das sehr, sehr cool. So, jetzt schon wieder nach. Niemand will aktuell frische Ausrüstungsgegenstände. Das geht mir voll auf den Sack. Natürlich der provisorische Blick in die Spielhalle. Okay, nee, das ist jetzt nicht ganz... das sind nicht ganz die Boni, die ich haben möchte. Aber wir haben hier Waldnüsse bekommen.
erhöhen Magiepunkte und Abwehr. Wir probieren einfach wieder durch, wem es schmeckt. Kübi feiert es. Alina mag es auch, natürlich. Also Alina schmeckt gefühlt alles. Da auch deliziös Becher. Klar geben wir ihr das. So, wenn sie schmeckt und wir bei ihr die besten Bohnen bekommen, why not? So, dann Bobo kriegt noch das. Und den Kannibalentee probieren wir jetzt. Oh, den mögen alle drei nicht so sehr. Mit Alina schmeckt er wieder. Geben wir einfach dem Ehrendöner, weil der jetzt bei der Futterrunde noch gar nichts bekommen hat. Und erhöht sogar nochmal seine MP. Das ist, glaube ich, gar nicht so bad. Gut, dann sind wir hier fertig. Dann hätten wir dieses Level jetzt hoffentlich auch mit einer goldenen Flagge abgeschlossen, ne? Weil wir jetzt alle Wege durchgegangen sind. Und jetzt können wir uns aus diesem Level hier die Frombeere holen. Das ist der Shit, den ich brauche, weil dann können wir hoffentlich den Streit beilegen. Bloß ich bin dann sehr gespannt, wie es weitergeht. Weil, ich meine, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich schätze, Mythopia wird jetzt kein Liebesdrama zwischen zwei Prinzen und einer Prinzessin sein. Also ich denke, yo, mit einer Explosion! Oh mein Gott, ich denke jetzt nicht, dass Mythopia nur auf so Berlin-Tag- und Nachtbasis läuft. Ich glaube, da der böse Lord Hubi wird sich ja mit Sicherheit auch mal irgendwann wieder melden. Und hier ist erstmal eine Abzeugung, alles klar. Aber wie Ehrendöner gerade mit einer Explosion alle Pilze weggezündet hat, das ist so krass. Ohne Witz, Ehrendöners Flächenangriff finde ich so krass. Ich finde die so heavy. So. Alina und Kübi mit einem schönen Zangenangriff nehmen hier wieder den Felsen raus. Oh, Kübi wird gerade wieder gefressen, ne? Fühlt sich an, als ob ich schmelze. Gib Kübi sofort wieder her. Ja, da wird Bobo richtig sauer und rattert mit Verlapfel erstmal schön in diese Mars-Mie-Falle rein. Ich finde Mars-Mie-Falle einfach nur geil. Allein dieser Name. So, ne? Nicht Venus-Fliegenfalle. Nee, Mars-Mie-Falle. Finde ich übelst kreativ. Voll geil. So, irgendwann dürfte es, glaube ich, auch wieder Level-Ups geben. Aha. Ein frischer Kannibalentee mit einem Sternchen. Das gefällt mir. Und ich muss gleich mal die Nase putzen, merke ich. Mir ist das so ein Gedanke gekommen, wenn jeder von der Frombeere esse. Meinst du, dadurch würden alle Ängste und Sorgen verschwinden, ne? Wie kommst du denn jetzt auf sowas? Naja, ich dachte mir, wenn wir wirklich die Frombeere finden, dann könnten wir sie doch anbauen und alle dazu bringen, davon zu essen. Ruckzuck wären alle ganz zahm und wir könnten die Weltherrschaft übernehmen. Was? Sag doch nicht sowas, du machst mir Angst. War nur ein Scherz. Ah, nicht lustig. Auf solchen Blödsinn kann ich verzichten. Naja, also aber prinzipiell, ich meine, die Weltherrschaft kann man damit jetzt nicht, die Weltherrschaft brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber theoretisch könnte man ja für Weltfrieden sorgen oder so. Also prinzipiell, why not? So, erst wieder 880 Gold in einer Random-Truhe. Das gefällt mir. Wir tauchen, ob die Frombeere hier wächst. Wir kommen irgendwie da so Abzweigung. Der Frombeerbusch! Haben wir eine? Yay! Die Frombeere erhalten. Die sieht ein bisschen aus wie eine Pokebeere, finde ich. Vom Design her. Und wir sind im Gasthaus. Sehr schön. Und wir müssen das Level jetzt nur noch einmal neu spielen. Weil wir waren zwar an zwei Abzweigungen, aber die kamen hintereinander. Das ist das Schöne. So, Bobo und Ehrendöner haben sich ein bisschen mehr lieb. Und ich gehe jetzt tatsächlich frisch Nase putzen. Wir machen ja aber noch nicht Pause. Pause gibt's erst, wenn der böse Prinz, nicht Prinz, Lord Hubi besiegt ist. So einfach geht das nicht. Ja, Verlapfel will schon wieder mit Bobo chillen. Ey, wie mir das auf den Sack geht. Dass Verlapfel mit jedem chillen will, außer mit Kübi. Aber bei ihm will ich, dass er hier, dass das Level steigt. Das nervt mich. Verlapfel, Kübi ist ein netter Dude. So, du musst nicht immer Sehnsucht nach anderen haben. Das ist schon okay. Warte mal, Bobo muss jetzt seine Beziehung zu Alina pushen, deswegen machen wir es mal so. Will jemand was kaufen? Nee. Ich habe das Gefühl, ich habe alle aktuell so auf dem Maximallevel, was ihre Ausrüstung angeht, zum jetzigen Stand. Deswegen wollen die alle nicht neuen Stuff haben. Aber ist in Ordnung. Ich werde weiter schauen, dass sie immer schön viel Gold haben. So, Bratpilze. Findet jeder ganz okay. Außer Ehrendöner. So, ich habe das Gefühl, Bobo hat die wenigsten Stat-Boosts bisher. Deswegen gebe ich ihm jetzt einfach mal schön den Stuff hier. So, das mag es geben bei ihm. Okay, mag er auch nicht. Diese Felsen mag einfach gar keiner, außer Bobo, der findet sie okay. Das geben wir ihm hier. Schmeckt ihm. Da gibt es auch den Tempo und den MP-Boost. Sehr gut. Und Alina kriegt auch nochmal was. Angenehm, kriegt auch nochmal ein HP extra oben drauf. Gute Sache. Dann düsen wir wieder los.
Wir haben nämlich noch was zu erkunden, denn es gibt, wie gesagt, noch zwei weitere Abzweigungen und ich kann mir vorstellen, dass wir dann noch mindestens eine Truhe finden. Und das wäre schon fresh, weil in den Truhen ja neben Gold, was auch gut ist, vor allem aber halt auch die Ausflug- und Spielscheine drin sind. Und gerade die Spielscheine sind halt richtig geil, wenn man ein bisschen Glück hat mit einem passenden Roulette. Wo wir dann einfach für jeden Spielschein quasi, beim letzten Mal haben wir 1300 Gold bekommen pro Spielschein, weil wir einfach quasi den Ausrüstungsgegenstand so auf 90% Wahrscheinlichkeit oder so hatten und das ist halt übel fresh. So, wieder zwei Bratpilze. Das ist so geil, diese Pilze sind einfach nur eine riesige Massenansammlung an Loot, den wir mitnehmen können. Weil entweder eine Explosion irgendwie vom Ehrendöner kommt oder was weiß ich. Alina, warte! Hier, für dich. Ein IMP-Bonbon. Okay. Danke. Wow. Alles klar, sie hatte fast volle MP, aber kein Problem. Kübi, du bist ein netter Dude. Hat aber auf jeden Fall ihr Beziehungslevel ein bisschen gepusht. So, und hier müssen wir jetzt nochmal nach unten steppen. Dann haben wir quasi auch hier alle Wege abgecheckt. Vielleicht auch hier nochmal eine Truhe? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir werden hier eher von zwei Mars-Mi-Fallen abgefangen. So, aber Alina macht hier halt easy, zack, zack, zack. Und dann noch mal ein Blitz hinterher. What? Die stehen beide noch? Ja, und die fressen jetzt wahrscheinlich beide einen Mi von mir, oder? Nee, Bobo wird sauer. Hat die eine schon mal weggeprügelt. Sehr gut. So, die frisst jetzt den Ehrendöner. Aber ich glaube, die Mies, die gefressen werden, die kriegen nicht mal Damage, wenn sie quasi da in dem Maul landen. Also, zumindest wird es mir nicht angezeigt. Also dementsprechend nehmen sie halt nur einen Mi raus, um den Kampf für mich ein bisschen zu erschweren, dass mir quasi Fähigkeiten fehlen. Aber naja, ich habe mich dadurch jetzt noch nicht so unter Stress gesetzt gefühlt. Und was? Sogar nochmal ein Angriff? Okay. Ordentliche Monsterschlachtung hier im Wald, aber soll mir recht sein. Das sorgt einfach für schön viele Erfahrungspunkte, für schön viele Beziehungsboosts, wenn wir wieder im Gasthaus hier neuen Shit bekommen. So, er singt, um die ganzen Gegner zum Tanzen zu bringen. Hat sehr gut funktioniert, was sie da gemacht haben. So, Ehrendöner mit einem geilen Blitz. Yes, sehr schön. Und die Pflanze läuft in die Falle und stirbt dadurch sogar. Und wir haben auch schon 294 Mies gerettet. Bedeutet, wenn wir noch 6 weitere finden, dann kriegen wir direkt wieder einen Streuerboost. Und da ist ein Level-Up für Bobo. Und der lernt den MP-Song. Heitere dein Team auf, damit es ein paar MP zurückhält. Yo! Vor allem, wenn da steht, das ganze Team, können halt wirklich alle wahrscheinlich dann MP bekommen und nicht nur ein Einzelner. Das heißt, man kann mit einer Attacke sehr viel MP wiederherstellen. Feier ich. Und Alina und Bobo feiern sich auch ein bisschen mehr. Sehr schön. Aha! Nein, ich bin auf. Stopp, kein Auf geht's. Stopp, stopp, stopp. Ich wollte drüben was machen. Weil Falafel Bock auf Kübi hat. Morgen, Falafel. Yay, es freut sich für heute. Bist du aber gut gelaunt? Yeah, sehr schön. So, Level 7 schon mal. Schnauben gelernt. Kleiner Schnauber, großer Effekt. Fügt sämtlichen Gegnern Schaden zu. Das ist doch eine schöne Sache. Wie gesagt, Kübi, der quasi ja, den man ja selber steuert, der Hauptcharakter ist, der kriegt ganz anderen Stuff. So, niemand will was haben. Wir schauen in die Spielhalle. Nee, das sieht alles noch nicht nach. Das sieht alles noch nicht nach dem Roulette aus, was ich zocken will. Da sind mir die Wahrscheinlichkeiten noch viel zu simpel, viel zu unwahrscheinlich. So. Lass dir schmecken, Bobo. Bam. Abwehr obendrauf. Und den Kannibalen hier geben wir jetzt einmal ihr. Der schmeckt dir auch. Sehr gut. Ey, unser Team ist mittlerweile so stark. Es ist wirklich, wirklich so, so strong. Das muss man einfach mal. Das muss man einfach mal so festhalten. Das ist schon sehr beeindruckend. Gerade Alina mit ihrem Silberdolch, finde ich, hat sie eine voll geile Waffe. Finde ich richtig fresh. Könnte straight aus World of Warcraft oder so kommen. So. Oh. Oh. Das gibt es doch nicht. Was ist hier noch passiert? Oh shit. War Lord Hubi hier. Safe. Safe war er hier. Und ein Quellgeist. Der sieht ähnlich aus wie der Ariana-Geist, gegen den wir mal gekämpft haben. Bloß, dass der hier pink ist und der Ariana-Geist türkis war. Yo, der hat gerade übelst viel Damage auf Ehrendöner gemacht. Da kommt der kleine Beziehungsboost. 20 Damage hier drauf. Warte mal, wie viel Leben hat er noch? Ja, komm. Nehmen wir die heiße Pfanne. Kostet nicht viele MP. So, zack.
Sehr gut. Oh je. Aber dem König wurde ja schon mal das Gesicht geklaut. Level up für ihren Döner. Riesenwaffe. Vergrößert die Waffe eines Freundes. Oh, sehr schön. Quasi auch eine Support-Fähigkeit. Dass wir von jemandem den Angriff pushen können. Aber es wurden keine Gesichter geklaut. Also die beiden Wachen sind auf jeden Fall noch am Start. Aber die wurden halt von den Quälgeistern wohl überwältigt. Zangenangriff. Damn. Inakzeptabel. Zack, und prügelt nochmal drauf und direkt beendet. Ich liebe die Sturmus von Alina. Die sind so geil. Immer so. Nein, das lasse ich nicht zu. Zack, direkt nochmal weiter drauf prügeln. Was passiert? Es tut mir so leid. Verflixt, wir haben den Feind passieren lassen. So ein Monster hat die Welt aber auch noch nie zuvor gesehen. Oh boy. Hilfe! Was geht ab? Was geht ab? Okay, einfach nur ein Nervgeist. Aber ich meine, er hat einen goldenen Speer. So, okay. Feuer, dann machen wir direkt heiße Haue hinterher. Oh, 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 oh. Okay. Oh mein Gott, sogar Hilfe von Alina. Batz, sehr schön. Insgesamt, glaube ich, 61 Damage. Da kommt auch mal der Liebessong. Sehr geil, weil für den ganzen Bosskampf jetzt das Level erhöht ist. Und der läuft sogar in die Falle von Alina. Fresh. 18 Damage auf Kübi. Oh, das schmerzt. 22, da kommt die Hilfe von Bobo auf Ehrendöner. Feuer plus 1, 27 Damage. Hüllt das Herz von Ehrendöner in Dunkelheit. Keine Reaktion. Oh mein Gott, Kübi ist einfach gleich tot. What the hell? Okay, Bobo gibt 42 Damage. So, jetzt werde ich hier mal die Streuer verwenden, ne? Da habt ihr mir gesagt, ich soll das auf jeden Fall hier häufiger tun. Da machen wir das einfach mal. Füllen hier Kübis HP wieder auf. So, und dann gibt es jetzt von mir direkt eine heiße Haue hinterher. So, etwas mehr als Hälfte Leben haben wir schon abgezogen, aber er hat Kübi auch schon sehr nah ans Ende gebracht. Sehr geil! Nochmal 59 Damage. Feuer von Ehrendöner, normaler Angriff von Bobo. Und wir kriegen nochmal, einen Angriff mit Falafel. Sehr schön, Schnauben. Große, ich glaube, Schnauben ist Flächendamage. Wir machen den Einzelangriff. Aber cool, dass wir mit dem Pferd schon Auswahlmöglichkeiten haben. Und die Falle von Alina? Nee, reicht nicht zum Killen. Kübi weicht sogar nochmal aus. Oh mein Gott. Was für eine Zerstörung. Er wollte uns zweimal angreifen. Einmal in die Falle, einmal ausgewichen. I'm sorry. Sehr gut. Bonuserfahrung nochmal. 60 Stück. Geben wir Kübi. Der hat, glaube ich, aktuell am wenigsten. Und noch ein Teufelstörtchen. So, was geht? Der dunkle Fürst ist hier. Oh nein. Im Gemach der Prinzessin. Bitte hilf ihr. Ich flehe dich an. Oh shit. Oh shit, er ist hier, Guys. Sie hat kein Gesicht mehr, oder? Okay, man sieht's nicht. Ihr wurde das Gesicht geklaut, oder? Aber man sieht's eh nicht. Liebe Güte, was waren das für Wesen? Das ist zu viel für mich. Okay, der Typ rennt einfach weg und heult. Mami, ich habe Angst, hilf mir. Oh, 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 geil, Essen. Der dunkle Fürst Hubi hat meine Liebste entstellt. Er ist in Richtung Nachtmarturm aufgebrochen. Okay, wo ist der? Nach unten. Oh. Das sieht mir irgendwie sehr nach. So. Endboss, also nicht Endboss, aber Boss-Battle-mäßig aus. Ich habe Angst. Aber trotzdem, ich muss den Schuft verfolgen. Warte hier auf mich, Hydos. Der Ehrenbruder. Ich werde die Prinzessin retten. Ach, geil. Da habe ich mir nochmal eine schöne Hähnchenkeule hier geholt, ne? Ach, geil. Man sieht halt einfach nur, dass das Gesicht weg ist. Ach, Hydos. Da hat laut Hubi hier mal das falsche Gesicht geklaut. Da ist quasi gar kein Gesicht gewesen, was man klauen kann. Und ihr könntet hier mal wieder ein bisschen aufräumen, verdammt. Ja, verrückt. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, gehe ich nochmal kurz Nase putzen. Und da geht's hier in den Turm. Der Heuschnupf lässt mich heute einfach nicht in Ruhe. Richtig weird. Ich war jetzt sehr, sehr lange verschont. Oh, das ist sogar eine eigene Oberwelt. Okay. Also ich habe heute Nacht übelst viel niesen müssen. Und die letzten Wochen war es eigentlich voll in Ordnung. Bloß irgendwie seit heute wieder eskaliert es komplett.
keine Ahnung, welcher Baum oder welches Kraut oder welcher Busch angefangen hat, jetzt wieder Pollen in die Luft zu ballern. Auf jeden Fall irgendwas, worauf ich böse reagiere. An diesem Ort stehen einem echt die Haare zu Berge. Selbst die Decke sieht aus, als würde sie einen gleich anspringen. Hast du Angst? Was Angst? Ich nie im Leben. Yep, ich habe panische Angst. Immerhin bist du ehrlich. Retten wir ganz schön Prinzessin Hydos und dann bloß weg hier. Alles gut, Bobo. Wir schaffen es hier gemeinsam durch, aber es ist echt ein creepy Ort. Das muss ich echt zugeben. Oh, okay. Ich werde erstmal nach unten steppen, weil da hoffentlich irgendwie Bonus-Stuff auf uns wartet. Ist doch nichts über einen kleinen Sprint. Oh, da liegt was? Oh, warte mal, hier ist was. Eine HP-Banane! Yay! Die nehmen wir doch gerne mit. Hat hier jemand Gold gesagt? Mal sehen, wie lange das anhält. Wie lange was anhält? Dieser ewig lange Gang, den wir gerade langsteppen? Ja. Oh, boy. Quälgeist und zwei Blitzwolken. Die Blitzwolken haben ordentlich Damage gemacht. Die nehme ich direkt ernst. Doppelboost auf Alina von Ehrendöner und von Kübi. Nicer Scheiß. Zack, er nochmal mit einem Blitzangriff. Yo, oha. Das ist richtig, richtig gut. So, nochmal ein Flächenangriff von Bobo hier hinterher. Und wir jetzt einfach mit einer schönen heißen Haue. Okay, ich hätte auch einen normalen Angriff machen können. Hier drauf. Und wir haben 300 Gesichter gerettet, Freunde. Wir haben 300 Saves. Das heißt, wahrscheinlich der MP-Streuer wird sich jetzt wahrscheinlich wieder erhöhen. Du hast ein Gasthaus gefunden. Einfach ein Gasthaus in einem Turm vom Lord Hubi. Da ist er wieder. HP-Streuer. Und MP, okay. Ruhezone, warte mal. Bei Aufenthalt in der Ruhezone erholst du dich noch schneller. Okay, geiler Scheiß. Die Dankbarkeit der Geretteten hat eine neue Kraft geweckt. Und nun wird man dich wieder dem besiegen. Bei 350 geht's weiter. Na, ja, das habe ich mir schon fast gedacht. So, sehr schön. Kübi mit nächstem Level bei Falafel. Gefällt mir sehr gut. So, jetzt will aber Falafel leider erstmal wieder mit Bobo chillen. Soll mir recht sein. So, ich nehme jeden Beziehungsboost mit, den ich kriegen kann. Gerade weil Falafel einen wirklich deutlich stärker werden lässt. Also der ist eine massive Aufwertung im Kampf. Und vielleicht jetzt, wo wir in dem Turm sind, wollen sie auch vielleicht neue Ausrüstungsgegenstände haben. Ja! So sieht's aus. Entschuldigung. Ich glaube nämlich Macho-Rube. Ich glaube nämlich, dass es auf jeden Fall an die Gebiete gekoppelt. Weil das Spiel will halt verhindern, dass man schon in den ersten Leveln so die krasseste Ausrüstung hat. So, Ehrendöner, komm, wir lassen ihn mal in edlem Weiß rumlaufen. Das sieht doch fresh aus. Und dabei einfach ein Sixpack auf seine Robe gemalt, wie geil. Alina holt sich auch die Macho-Kluft. Yo, was ist denn das? Warum laufen die denn jetzt alle so machohaft rum? Und sie kaufen auch die Macho-Kluft, das ist sehr schön. Komm, dann geben wir auch das edle Weiß. Dann lassen wir einfach alle hier in Weiß rumlaufen, während wir in der Burg von Lord Hubi sind. Und, okay, Bobo will ein Herzchen-Dress. Kein Macho-Dress, Herzchen-Dress. Soll mir recht sein. Aber vielleicht können wir auch hier die Farbe Weiß wählen. Mal schauen. Ja. Bam. Komm. Wir laufen jetzt hier alle in edlem Weiß durch den Turm von Lord Hubi. Das feiere ich. Sehr schön. Und wir schauen natürlich auch in die Spielhalle, wie die Roulette-Preise aussehen. Okay. Brauchen wir nicht drüber reden. Dann verfüttern wir noch kurz unseren Stuff. Teufelstörtchen. Magie und MP. Na, eigentlich Alina, weil sie braucht ein bisschen mehr Magie, dass sie ein bisschen mehr magische Verteidigung bekommt. Wolkenwatte gebe ich mal ihm hier. Sehr gut. Teufelstörtchen, ihm schmeckt das. Und das gebe ich, glaube ich, gleich doppelt Bobo, weil er halt komplett drauf eskaliert. Fresh. So. So muss das. Und dann brechen wir wieder auf. 12 verschiedene Kluften für die Diebe. Und 6 verschiedene für die Popstars. Ich habe 12 für die Diebe und 6 für die Popstars? Warum habe ich denn so viel mehr für die Diebe? Dann schauen wir mal, warum wir hier in der Sackgasse landen. Wie gesagt, wenn ich immer ab und zu einen kurzen Cut einbaue, Freunde, dann ist es meistens, weil ich auf die Toilette muss oder weil ich Nase putzen muss. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Kübi mag Alina. Aber Ehrendöner findet Alina ebenfalls toll. Nein, kein Beef! Nö, alles super. Haben die jetzt Beef? Nee, oder? Nee, noch nicht, okay. Oh je, Alina.
Sorg doch nicht für Beef hier in der Crew. Okay, wir können hier nach unten oder nach oben. Bleib mal beim unteren Weg. Aber ich meine, auf der Oberwelt sind wir gerade eh in einer Sackgasse. Und da war jetzt auch keine Truhe eingezeichnet oder so. Schauen wir mal. Okay. 8 Slimes. Und ein schöner Wirbelwind kommt erstmal 3 raus. Da kommt er nochmal mit einem Feuerball. Nee, eine Explosion! Jawollo. Da kann man halt einfach 8 Gesichter auf einmal retten. Also dieses Slime-Bekämpfen ist, was Gesichter sammeln angeht, halt so crazy. Innerhalb kürzester Zeit, so mit einer Attacke vom Magier, kriegst einfach 8 Gesichter gut geschrieben. Ich gehe jetzt mal immer nach unten, sofern es mir möglich ist. Das ist jetzt hier eine riesige Abzweigung, wo wir jetzt hier lang gehen. Was ist das hier für ein Level? Alle sind eingeschlafen und erholen sich wieder. Okay, warum? Treffen wir jetzt irgendwie auf den Boss oder so? Warum haben wir jetzt gerade alle regeneriert? Yo, wer bist du denn? Ein Magikobold. Okay, klingt fast wie Magikooper. Explosion schon wieder. Oh mein Gott. Ich liebe es, wenn Ehrendünne Explosion einsetzt. Wenn wir gegen so viele kleine Gegner kämpfen. Das ist einfach immer so eine Vernichtung. Das ist so fresh. So, Level up für Kübi. Leider kein neuer Move. Schade. So, und da ist das Gasthaus. Alles klar. Also der Weg nach unten war einfach ein kompletter Griff ins Klo. Akzeptiere ich. So, und jetzt wollen sie wahrscheinlich wieder, dass ich chille, ne? Ja, es ist, als ob ich chillen würde. Als ob ich jetzt einfach eine Pause einlege. Sehe ich so aus? Safe nicht. So, niemand will was? Wie immer der provisorische Blick aufs Roulette, weil wir jetzt nämlich wieder zocken, Freunde. Jetzt zocken wir wieder. Das brauche ich. Dann kriegen wir nämlich einmal die frische Uniform für Kübi. Die ich auf jeden Fall mitnehme. Aber sowas von safe. Die machen wir jetzt auch mal hellblau. Weil unsere ganze Crew gerade in ganz hellen Klamotten unterwegs ist. Und wir spinnen hier nochmal weiter. Dann holen wir uns jetzt nämlich noch zweimal schön Gold ab. Ich glaube, es ist dann nur 900 wert. Das ist leider nicht so viel. War auch für das andere, glaube ich, 1300 bekommen, 920. Aber trotzdem, das ist halt quasi einfach, ja, knapp 1000 Gold, was du einfach so bekommst. Und dafür müsstest du beim Schnickschnack-Schnuck Risiko gehen und zweimal hintereinander gewinnen. Also das ist so eine gute Art und Weise, an Cash ranzukommen. So. Verkauft. Top. Dann wieder 4000 hier in unserem Geldbeutel. Sehr angenehm. So, es will ja niemand was. Das habe ich, glaube ich, schon geprüft. Dann gibt es einmal hier frisches Schleimgelee. Einmal für ihn hier. Immer da, wo wir die schönen Boni bekommen. Und dann nochmal für Kübi. Immer so ein bisschen grob verteilen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig. Oh, und er feiert das Böse. Na dann. Bäm. Öd nochmal seinen Angriff, wenn er mal mit dem Stock zuschlagen sollte, was er recht selten macht. Dann kriegen wir hier nochmal einen kleinen Boost oben drauf. Cool. Dann müssen wir jetzt aber nochmal in das Level. Also ich warte irgendwie noch so auf die Sinnhaftigkeit dieses Levels. Ich meine, vielleicht gibt es hier irgendwie eine große Truhe oder so. Aber ansonsten hat uns dieses Level halt bisher legit nichts gebracht. Und es bringt nichts. Also hier gibt es auch kein Fortschreiten oder so auf der Oberwelt. Also es wirkt bisher sehr nutzlos, aber ich bin mir sicher, wir werden hier noch den wahren Sinn herausfinden und dann die Existenz ergründen. Yes! Viele Slimes! So muss das. Alina nimmt erstmal 4 raus mit der Explosion hier direkt Feierabend. Ey, wir haben jetzt einfach 23 Gesichter schon wieder gerettet und wir haben erst vorhin die Verbesserung bekommen. Das ist ja mal so geil. Aber schaut mal, auf der Minimap, das hat uns jetzt komplett woanders hingebracht. 1000 Gold nochmal! Okay. So, bringt uns das direkt ins Gasthaus? Ja. Zuvor werden wir aber nochmal angegriffen. Komm nochmal von... Yes. Oh mein Gott. Also ich glaube, dieses Level ist einfach nur da, um Gesichter zu fahren. Kann das sein? Das ist ja mal so krass. Holy shit. Wir haben noch nie so schnell unseren Gesichter-Counter erhöht. Und weil wir auch immer so schön Food bekommen und alles. Das ist... Also langsam habe ich das Gefühl, dieses Level wurde eingefügt, dass wenn der Spieler Bock hat, Gesichter zu farmen, dass er immer wieder dieses Level hier spielen kann. So, Kübi will eine neue Ausrüstung, direkt eine Lederuniform für 1000 Gold, bringt aber auch nur 4 Verteidigung mehr, aber ich bin bei allem dabei, er hat sie auch gekauft, wir machen die... Na, ich glaube, dieses Originalrot sah eigentlich ganz cool aus, muss ich zugeben. Ich glaube, das lasse ich direkt. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann noch so richtig epische Ausrüstung bekommen, wie ich ja schon mal vermutet habe, dass das vielleicht irgendwann mal kommt. So, wir gönnen dir, Meister. Und du
wirst an Emir verfüttert. Der fühlt das krass. Erhöht nochmal seinen Angriff und wir sind wieder durch. Und jetzt schauen wir uns noch die letzte Abzeigung an, auch wenn ich nicht glaube, dass da groß was passiert. So, hier der Weg oben lang. Aber es wird mit Sicherheit einfach nur eine Verbindungsstraße sein. Oh nein! Ich habe nichts gesagt! Einfach eine große Truhe, yo! Mit einer Tänzerrobe für den Ehrendöner. Yo! Oh mein Gott, wie krass! Holy shit! Ey, jetzt weiß ich, warum es dieses Level gibt. Und die große Truhe war nicht mal auf der Oberwelt markiert. Also quasi nur für die Leute, die sagen, yo, ich gucke mir wirklich alles an. Und ich mache auch Level, die jetzt nicht story-relevant sind. Die kriegen dann den crazy shit hier. Ey, das ist der Hammer. Okay, mit übelst viel Boost zünden wir einfach alles weg. Ich liebe das. Das ist so cool. Wir haben einfach gleich die 350 Gesichter voll, die wir für den nächsten Steuerboost benötigen. Ey, Hammer. Ultra geil. Richtig, richtig. Ey, das freut mich gerade voll. No joke. 12 verschiedene Roben für den Magier. So und nicht anders wünsche ich mir das. So, Level up für Kübi und Falafel. Level 9 schon. Schmusewange gelernt. Keine MP mehr, total abgehalftert. Ein Stups verschaffter Linderung. Ah, einfach nur ein Heilungsboost. So, er will jetzt aber auch noch einmal mit Bobo chillen. Soll mir recht sein? Dann pusht hier doch mal kurz euer Beziehungslevel, ne? Verbringt einen schönen Tag im Stall. Katze und Pferd. So, Level 7. Da haben wir auch das Schnauben gelernt. Das hatte Kübi auch schon. So, trotzdem geht es hier direkt hier zurück. So, dann wird jetzt hier nochmal leckeres gefuttert. Und Kübi will was kaufen. Oh, das könnte eine neue Pfanne sein, die er haben will. Ey, ohne Witz. Ich habe das Gefühl, wir machen so Progress in der heutigen Folge. Allgemein, dieses Game hat so ein geiles Progress-Gefühl, weil einfach dauernd was passiert. Holzuniform, lol. Okay, soll mir recht sein. Her damit. Ob das jetzt bequem ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber wir können die komplett färben. Nee, das lasse ich schon der Originalfarbe. So, das ist eine Holzuniform. Wir machen hier kein weißes oder rotes Holz oder sonst was. Geil. Und dann sollten wir jetzt, glaube ich, auch auf diesem Level die goldene Flagge bekommen haben. Ich glaube, wir haben jetzt alle Wege abgelaufen, ne? Und dann können wir beim nächsten Mal weiter durch den Turm von Lord Hubi steppen. Freunde, das war Mythopia für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Vielen lieben Dank an Sören Kamara, Tizian Priggisbauer und Lord Hammerster für euren Hammer-Support.